Leute, das ist ein Jumbo-Auflieger. Meine Augenhöhe ist auf Hälfte der Höhe. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ja, hier haben wir es halt, ne? Es ist so schade, dass die Dinger halt echt durch sind. Alter! Ey, ich glaube, wir haben ihn gefunden. Hallo und herzlich willkommen zum Giny House Projekt. Ich heiße Marek und das da hinter mir ist mein Giny House. Was das Besondere daran ist, erfahrt ihr im Laufe der kommenden Filmserien. Doch zunächst einmal nehme ich euch mit zu meinem neuen Projekt, welches noch größer und noch krasser ist. Ein gigantisches Tiny House on Wheels entsteht als DIY-Unternehmung und ihr seid live und hautnah mit dabei. Das Projekt gliedert sich in vier Phasen. In der ersten Phase geht es um die Entkernung und um den Umbau des Aufliegers. In der zweiten Phase gehen wir mit dem Auflieger dann zum TÜV, denn das Giny House soll ja am Ende auf die Straße. In der dritten Phase geht es um Themen wie Architektur, Statik, Bauphysik, um die Dämmung und um die Technik des Giny Houses. Also alles Themen rund um das Tiny House geschehen. In der vierten und alles entscheidenden Phase des Projektes nimmt das Giny House dann sprichwörtlich Fahrt auf und es geht auf die Straße. Also verpasst nichts, abonniert den Kanal und verfolgt hautnah die Verwandlung eines Aufliegers zu einem gigantischen Tiny House on Wheels. Und in diesem Video seht ihr zunächst einmal, wie ich zu diesem gigantischen Auflieger gekommen bin und warum ich nicht die Finger davon lassen konnte, mir diesen Giganten unter den Nagel zu reißen. Also viel Spaß bei dem Video. Unterwegs auf meinem kleinen Besichtigungsmarathon ein geeignetes Objekt zu finden für unser Giny House Projekt. Also, ich bin gespannt. So, also, jetzt bin ich angekommen. Bin hier bei Zirkus irgendwas. Roncalli, wie auch immer, keine Ahnung. Weiß nicht, was das für ein Zirkus ist. Auf jeden Fall ist das immer ein Zirkus. Beim Kauf von irgendwelchen gebrauchten Wägen oder Autos, was auch immer. Das kennt ihr wahrscheinlich. Sie sehen so überzeugend aus im Internet. Und wenn man dann davor steht, dann denkt man so, oh Mann, wäre ich mal doch lieber zu Hause geblieben, ne? Ja, das ist das Teil. So sieht der aus. Und das ist das, was mir nicht gefällt. Hier kommt überall das Blech schon hoch. Das ist halt Stahlblech. Ist ein bisschen blöd. Reifen sind porös. Der Rahmen ist natürlich rostig. Der ist hoch. Groß, der ist groß. Leute, das ist ein Jumbo-Auflieger. Ich halte jetzt die Kamera auf Augenhöhe. Ich bin 1,80 Meter groß. Meine Augenhöhe ist auf Hälfte der Höhe von diesem Gerät. Ne? Da kann man nicht dran springen, Mann. Das ist 3 Meter oder 3,10 Meter hoch. Ich fände, das wäre was Geiles für unser Projekt, aber ich habe Bedenken. Ich meine, hier müsste man einen neuen Boden reinsetzen. Ne? Auch hier, da ist eine Durchrostung hier an dem Rahmen. Hier hat er viel Feuchtigkeit gesehen, klar. So sieht der von unten aus, da ist Rost. Es ist so schade, dass die Dinger halt echt durch sind. Ja, nicht gleich aufgeben. Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Jetzt hat er aber doch keinen TÜV, hat er gesagt. Ohne TÜV 3000, mit TÜV 3.5, dann müsste er nochmal neue TÜV machen. Ich gehe jetzt noch einmal rum. Ja, da kann man hier echt nicht drunter gucken. Hier haben wir es halt, ne? Also selbst wenn man das aufwendig sein strahlt, ne? Ja. Ich glaube, da muss ich noch mal ganz hart drüber nachdenken. Und mache mich jetzt auch erstmal aus dem Staub zum nächsten Objekt, was noch mal 200 Kilometer weiter ist. Das gehört halt eben dazu, ne? Die Suche kann weitergehen. Ich wollte euch noch mal kurz auf den Stand bringen. Und zwar bin ich jetzt in Moers im Zentrum gelandet. Und das ist natürlich vollkommen falsch. Ich habe nämlich vergessen, die Straßennamen einzugeben mit dem Navi. Und dann hat mich das Navi natürlich erstmal ganz woanders hingeführt. Jetzt habe ich noch hier etwa 5 Minuten zu fahren. Ich bin auch schon total gespannt auf dieses Ding. Ja. Wir sind auf jeden Fall gleich am Ort, wo vielleicht der erste Meilenstein gelegt wird für unser Giny-Projekt. So, irgendwo hier so herstehen. Noch sehe ich nicht. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite. Alter! Da steht er, Leute! Alter, guckt ihr diesen Giganten an! Guckt ihr diesen Giganten an, Mann! Ich glaube, wir haben ihn gefunden.
Hiermit fährst du Autos rein und raus, ja? Genau, da kannst du über 2 Tonnen laden, kriegst du problemlos da rein. Das ist total abgefahren. Und der fährt bis auf diese Ebene hier, also das sind dann fast 3 Meter vom Boden, ne? Schöne Sonnenterrasse. Auf jeden Fall, ja. Da könntest du theoretisch ja da noch ein paar Zeltwände dran bauen. Ja. Da hast du direkt noch ein Zelt da unten dran. Ja. Da hast du einen Partyraum. Hat gleich die richtigen Ideen, der Mann. Ja. Und du sagst, der ist isoliert. Das heißt, das hier sind so isolierte Sandwichplatten? Würde ich sagen, ja. Wie aus einem Kühlauflieger, sowas richtig, in der Art. Ja, ja. Das wäre natürlich schon ganz geil für uns auch. Und das Dach ist allerdings nur so eine... Moment. Würde ich behaupten. Sind das 2 Platten? Das sind 2, das ist doppelt, ja. Da ist ja ein Steg drin. Ah ja, okay, dann heißt es, das hier sind... Wahrscheinlich auch Sandwich-Platten. Da sind nur die Lampen eingebaut, siehst du? Ja, genau. Deswegen muss die ja doppelt sein. Genau, ja, das stimmt. Ja. Die sind hier. Stahlwinkeln. Ja, dann lass uns mal unten runter gucken. Vielleicht ein bisschen besser, ne? Wenn er zweimal gefahren ist, das ist einfach mal. Er ruckelt so ein bisschen, ne? Ja, gefettet werden. Wie lange hast du den schon? 5 Jahre. Das ist so eine Sicherheitsfunktion hier. Ah, ja. Wenn das Seil mal reißt, dann fährt der Bolzen aus und klingt da ein. Ja. Dass das nicht runterfällt. Muss sein, ne? Ja. Der ist technisch ziemlich ausgefeilt. So, jetzt lass uns mal drunter gucken, wie der Unterboden aussieht. Das ist jetzt der Zwischenboden noch, ne? Okay, das ist Stahl hier. Ja. Der ist auch alles doppelt, hier ist dann ja auch die Lampen drin. Mhm. Und der Vorteil ist halt, weil das Auto ja nur als Renntransporter genutzt wurde, hat der nie Salz gesehen. Weil Autorennen muss ja nur noch im Sommer. Mhm. Und zufolge ist der von hinten auch ziemlich gut. Ne? Also man könnte das hier rausnehmen und das könnte man... Der Boden, der ist ja jetzt hier auf der... Ja, auf der Ebene, ja. Das hatte ich schon. Jetzt sind hier nochmal so kleine Fläche. Ja, für Kleinzeug hier. Ja, hier steht so ein bisschen die Feuchtigkeit, man riecht's, ne? Aber das ist ja, alles das nicht, ist hier die... alles noch nicht so wild. Also, ja. Sehr massiv hier. Okay, Reifen, Ersatzteile. Ich meine, das ist für euch interessant mit dem Tiefbett hier, ne? Absolut, ja. Das ist genau der Grund, warum ich mir den auch ausgeguckt habe. Genau. Da kannst du ja eine schöne Eingangstür reinmachen. Ne? Das ist eben die Frage, ob man diesen Boden so leicht rauskriegt. Und ich weiß es nicht, also wenn der, solange der jetzt verbaut ist und der hat ja auch so schon immer seinen TÜV bekommen, dann, dann ist das wahrscheinlich auch erforderlich für die Genehmigung, also für das HU-Gutachten. Und wenn man das jetzt raustrennt, dann kann man nur vielleicht hingehen und sagen, naja, das ist eine Zusatzoption, die hat der Hersteller hier halt reingebaut, aber im Grunde genommen garantiert er eigentlich auch für seine Statik auch ohne Zwischenboden oder so. Ja. Hier ist jetzt das Batteriefach drin hier. Ja. Ne, das kannst du hier die Batterien, die kannst du dann so rausfahren hier mit dem Schlitten. Ja. Ja. Und da ist die Pumpe für die, ja, für die Hebelbühne. Hydraulik, genau. Ja, zum Runterfahren der Autos. Ja. Sehr geil. Krasses Teil auf jeden Fall. Also ich glaube, da kann man einiges draus machen. Vielleicht muss ich mir ein anderes Konzept überlegen. Das ist auf jeden Fall ein geiles Ding. Also. Mit so einem Raum kann man aber nicht viel anfangen. Dann. Wir haben ihn. Dieser gigantische Rennwagentransporter ist genau die richtige Basis für unser Projekt. Nun ist er unterwegs und damit ist der erste Meilenstein gelegt. Im nächsten Video nehmen wir uns dann die Substanz des Aufliegers einmal genau unter die Lupe und starten mit dem ersten großen Themenblock, und zwar mit der Entkernung des Aufliegers. Also verpasst nichts, abonniert den Kanal und schaltet auch nächstes Mal wieder ein zum Giny House Projekt.